Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde und liebe Abonnenten und neuen Abonnenten. Tja, ihr seht richtig, ich spiele Minecraft und es gibt ein Minecraft-Video. Ich habe mir halt überlegt, Feed the Beast, Launcher runtergeladen, mich eingeloggt und ich würde ja gerne mal die Direct 20 Spotlights anschauen und gerne mal seine Videos anschauen, und er hat ein ganz gutes Modpack, was mir ganz gut gefällt, und ich habe wie gesagt auch zurzeit nicht die Zeit dazu, mir, wie soll ich sagen, die Videos, also das Modpack selbst zusammenzustellen, denn ich habe festgestellt, bei mir sind jedes Mal verschiedene und zigtausend Erze und ich habe da bis jetzt noch keine große Möglichkeit gefunden, dies zu ändern. Sprich, dass nur noch ein Erz rauskommt, ist auch ziemlich viel Arbeit, so viel ich immer mal gelesen hatte in vielen Foren. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, nimmst du mal ein vorgefertigtes Modpack, mit dem man spielen kann, wo im Endeffekt alle Mods drin sind, die man gerne spielen möchte. Und da ist, wie gesagt, auch ein paar neue Mods dabei. Soundcraft ist dabei. Tja, Logistikpipes habe ich mit reingenommen, was ja am Direwolf 20 im Endeffekt seinem Modpack nicht dabei ist. Red Power 2 ist dabei, ja, Wireless Code Chicken ist dabei, Factory Station ist dabei, Buildcraft, Logistik, hatte ich schon, Industrialcraft ist dabei und. Im Endeffekt habe ich mal vorhin gesehen, es sind knapp über 70 Mods, die ich hier drin habe, und habe ich mir gedacht, das klingt gut, neue Welt gemacht. Ja, und wie ihr seht, ich habe eine ganz gute Welt gefunden. Ich habe auch schon mal angefangen, ein Häuschen zu bauen. Und dachte ich mir, klingt ganz gut. Gucken wir mal, ob wir ein Video machen können. Habe ich meine Testaufnahme gemacht. Die Frames sind zwar nicht so 100%, wie sie sein sollten bei mir. Ich weiß zwar gerade nicht, woran es liegt, aber das macht ja nichts. Tja, die Musik ist im Endeffekt von Black Ink. Ja, Black Ink ist im Endeffekt nichts anderes als von meinen anderen Videos Sky for Beats. Er hat nur einen neuen Kanal geöffnet und ja, natürlich kriegt er auch gleich wieder ein Abo von mir, denn er macht solche geniale Musik, gerade für die Minecraft-Videos oder für solche Spiele. Es sind generell sehr, sehr sinnvoll und es gefällt mir, wie gesagt, auch richtig gut. Wie ihr seht, ich habe auch den Timber-Mod drauf, denn diese Bäume abzuschlagen ist natürlich der verdammte Horror. Ich habe auch gerade ein paar Lichtbugs hier gesehen, und es sind immer noch Lichtbugs dabei, aber das macht nichts. Ja, was gibt es noch? Ist, wie gesagt, es wird nicht jede Woche, jeden Tag oder jeden Monat, na gut, jeden Monat vielleicht schon einmal im Monat, zweimal im Monat, mal schauen, wie es denn zeitmäßig einrichten lässt, wird es Minecraft-Videos geben, zurzeit über die 1.4.7-Version. Mal sehen, ob ich denn vielleicht diese Welt auch in die 1.5-Version mit übernehmen kann. Sofern denn dann Direwolf 20 ja, ein neues Modpack rausgebracht hat, da lasse ich mich mal ganz überraschen. Ich werde auch Computercraft hier mit nutzen, zumindest die Turtles. Da hat die von Reduce the Block natürlich gute Programme geschrieben. Die werde ich mit nutzen über Pastebin, im Endeffekt Downloadbar. Ist hier auch mit eingeschalten. Hier gibt es im Endeffekt auch ein Modpack, also ein Mod, kann man natürlich nur sagen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auch nicht schlecht. Okay. Wenn es mir wieder einfällt, werde ich es mit benennen. Oh, was haben wir denn hier? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Ein Verlies. Okay. Gleich mal einen Wegpunkt machen. Oh. Fragezeichen. So. Es ist ein Verlies. Bestimmt durch Soundcraft ist das bestimmt der Zauberverlies. Ja, mal schauen. Hier unten ist eine schöne Höhle. Das passt gerade ganz gut. Wenn wir dann Farm gehen, oder wenn ich dann im Endeffekt auch off-camera weiterbaue oder mir was baue, dann werdet ihr es ja dann spätestens im nächsten sehen Video. Ich werde ja auch ein paar Mods im Endeffekt, die was es Neues gibt, was ich rausgefunden habe selbst,
werde ich auch erklären. Vielleicht mache ich auch dadurch gleich ein kleines Mod-Tutorial noch inbegriffen in diesen, ja, Server-Show. Ja, Server-Show kann man nicht sagen. In diesem Let's Play Together oder je nachdem, wie man es das nennt. Im Endeffekt ist es ja für mich eigentlich nichts anderes als ein Let's Play, wie ihr es ja von mir gewohnt seid. Ich wollte eine Schaufel bauen. Eine Schaufel. Machen wir mal eine Steinschaufel. So. Um mal den Boden hier zu glätten. Tja, wie gesagt, ich werde auch ein paar Sachen off-camera bauen und die euch dann im nächsten Video dann natürlich dann erklären. Ja. Also könnt ihr euch dann auf einiges gefasst machen. Wie gesagt, ich werde bestimmt auch ein paar Videos machen, wo ich dann farmen bin in den Höhlen. Nein, und hier habe ich kein No Creeper Damage drin, sprich, wenn mir hier ein Creeper explodiert, dann, tja, habe ich ein Loch im Boden, entweder ich lebe noch oder ich lebe nicht mehr. Das werden wir dann sehen. Was gibt es denn noch Neues zu sagen? Einige Minecraft-Freunde werden sich dann bestimmt freuen, wie ich wieder Videos mache. Aber ich möchte noch mal eins dazu sagen, ich bin nicht nur Minecraft-Spieler, sondern ich spiele alle Spiele, die mir Spaß machen. Also wird es nicht nur Minecraft-Videos geben. Das nochmal so zum Verständnis für alle. Tja, wenn ihr natürlich auch Vorschläge habt an Spielen, was ich denn gerne mal spielen sollte oder vorstellen sollte oder einen Test drüber machen sollte, was meine Meinung dann über dieses jenige Spiel ist, könnt ihr mir gerne entweder als Kommentar hier unter die Videos schreiben oder mir eine PN schreiben via YouTube oder dann später auch auf meiner Homepage mir ins Forum schreiben. Die Homepage wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen auch starten, denn da ist noch ziemlich viel Arbeit dran zu machen. Und wenn es dann losgeht, würde ich entweder in einem Minecraft-Video oder Dead Space-Video oder generell als Nachricht bei mir auf dem Kanal sehen. Ja. Währenddessen ich hier die Boden weiterhin aufruppe und mir einen Holzfußboden vorerst hier reinsetze, überlege ich gerade die ganze Zeit, was es denn noch so Neues erzählen gibt. Was gibt es noch Neues? Tja, ich werde kein Nuklearkraftwerk bauen, das ist schon mal so als nächstes. Zumindest vorerst nicht, und auch wenn ich dann die Ressourcen dazu habe, werde ich dies nicht, wahrscheinlich bis jetzt nicht bauen, denn ja, man möchte ja zumindest noch ein bisschen was zu tun haben. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum meine Frames so dermaßen bei Minecraft einbrechen. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass es eventuell so viel Speicher frisst, dass es gar nicht geht. Ich werde wahrscheinlicherweise auch unseren eigenen Mod, den wir auch auf der Server-Show in den letzten Videos mit reingebracht haben, vielleicht auch hier mit einbauen. Mal sehen, ob ich mich selbst dazu überreden kann oder ob ihr sagt, klar, baust mit ein, war keine schlechte Idee. Ich finde es natürlich unseren Mod auch klasse, den haben wir noch ein bisschen weiterentwickelt. Sofern ich natürlich auch die Zeit dazu hatte. Nein, du solltest hier nicht hin. Nee, komm her. So, zumindest können wir hier erstmal eine Fackel hinsetzen. Und auch mal eine Fackel hier in die Mitte setzen. So. Tja, und wie ihr seht, oben links in der Ecke von diesem Bildschirm ist natürlich der Tag 1. Also sprich, ich habe schon eine Nacht hier überstanden. Und deswegen seht ihr dann immer ganz genau, wie viele Minecraft-Tage denn schon vergangen sind, wo ich hier gespielt habe. Sprich, ihr seht dann auch, wenn ich off-camera spiele, wie viele Tage ich denn, ohne ein Video zu machen, denn schon vollbracht habe. Tja. Ich brauche eine Tür. Keine Kiste, eine Tür.
So, ich habe immer noch keine Schafe gefunden. Ich will hoffen, dass sie sich hier bald irgendwie mal ansiedeln. Aber ich könnte ja mal ein bisschen Holzkohle herstellen. So, kann man das mittlerweile so verfeuern? Immer noch nicht. Nein, euch kann man auch nicht verfeuern, aber Fleisch, so rum geht's. Was wird denn aus dem Greedwood? Mal gespannt. Was kommt denn jetzt hier raus? Holzkohle, okay. So, wenn wir ein bisschen Holzkohle machen, ich werde mir mal nach dem Laufe des Videos, entweder des Videos oder off-camera, dann mal noch ein bisschen Sand besorgen, um dann hier noch ein paar Fenster einzubringen. Machen wir hier eine Doppeltür draus? Wir machen hier eine Doppeltür draus. Tja. Ach ja, könnt ihr mir denn mal eventuell sagen, welcher Mod denn das ist, um aus solchen einfachen Türen, wenn man da drauf klickt, dass es dann alle beide Türen aufgehen? Sprich, dass ich nicht immer jede einzeln aufmachen muss, sondern dass dann einfach, wie gesagt, alle beide Türen mit einmal aufgehen. Also nicht so, sondern alle beide gleichzeitig. Das würde mich mal sehr interessieren, denn das ist nämlich sehr praktisch. Okay, hier hinten kommt dann hier mein Bett hin. Hier mache ich einen kleinen Raumteiler rein. So. So, ein Raumteiler. So, dann machen wir hier mal noch eine Mauer hin. Und hier drüben noch was hin. Tja, dieses Haus wird nicht so klein bleiben. Nein. Ich will warten, bis natürlich, wie soll ich sagen, ich meinen ersten Mining Turtle habe. Und diesen werde ich dann von jemandem dann das Hausbauprogramm runterladen. Von Pastebin. Also ihr werdet dann auch den Code sehen von demjenigen, den das ist. Das ist von Reduce the Block. Einfach bei YouTube eingeben, Reduce the Block, und dann werdet ihr ihn finden. Er macht auch super Videos und auch super Erklärungen. Ich werde hier bestimmt auch Railcraft mitnutzen. Mal schauen, wie ich mich dann dazu entscheide. Aber gerade, was mache ich denn? Braucht noch Kisten. Ja, genau. So. Warum mache ich mir das eigentlich so schwer? Wie wär's denn, wenn wir uns da einfach mal ganz schnell ein paar automatische Crafting Table machen? So, 2, 3, 4, 2, 3. Das sind immerhin 4 Stück. Vier Räder, da brauchen wir eine normale Kiste. Und dann machen wir uns doch erstmal eine automatische Crafting Table. Wie geht die Project Table? Project Table, wo ist sie denn? Da ist sie doch. Was brauchen wir da noch? Stein und Holz. Die normale Kiste und die Kiste. Okay. Stellen wir uns die erstmal hier hin. Zack. So, was wollte ich denn jetzt bauen? Hier hat jemand ein Ei in mein Haus gelegt. Hau ab! Sonst warst du gleich mein Huhn. Du warst dann gleich ein Huhn. Ein Broiler. Genau, ich wollte mir ein paar Kisten machen. So. So, mal ein bisschen aufteilen hier. Ich werde erstmal verdammt viele Holzkisten brauchen. Zack. Hier machen wir eine Doppelkiste draus. Ich würde sagen, die Wand hier hinten, die machen wir zu. Da können wir eventuell noch ein paar Kisten an die Wand stellen.
So, können wir noch ein paar Kisten hier dran machen, dort und dort. So, wieso habe ich schon wieder einen Knopf einstecken? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder Knöpfe einstecken. Hm. Woran das wohl liegt? So, wo sind meine Fackeln? Habe ich mir nicht gerade Fackeln gemacht? Ich habe mir doch gerade Fackeln gemacht, oder? Ach hier. 26 Stück. Zack, mal wieder Licht ins Dunkel bringe. So. Und da drüben noch. Hier in die Ecke. Okay, hier noch. So, das müsste erstmal passen. Hier am besten noch zwei Druckplatten hin. So. Erstmal eine Notlösung. So. Hier oben tun wir mal das ganze Essen. Samen. Erde muss nicht unbedingt rein. Das ganze Essen hier oben rein. Oh, ich kann bestimmt auch Popcorn machen. Wenn ich das richtig sehe. Die ganzen Kristalle tun wir mal hier. Hä? Aha. So. Kristalle, Erze tun wir hier unten rein. Okay. So. Da haben wir das mal. Okay Leute, wie gesagt, ich werde ein bisschen off-camera ein bisschen die Sache noch weiterbauen und ja, lasst euch dann mal überraschen, was denn beim nächsten Mal dann alles hier steht. Und ich würde sagen, bis dahin in diesem schönen Mondeschein sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.